Hallo, lieber Fisch. Herzlich willkommen zu deinem Sternzeichen-Orakel. Dieses Orakel ist für den Zeitraum vom 16. bis zum 31. Oktober und ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Alle Karten, die ich verwende, habe ich unter dem Video in der Infobox für dich aufgeschrieben und bei meinem eigenen Deck gibt es sogar noch einen Link dazu. Für die Fische, zweite Hälfte im Oktober. Wie sehen die Tendenzen aus? Über was darf ich sprechen? Für die Fische, zweite Hälfte im Oktober. Zukunft. Was mir hier durchkommt, ist, dass diese Botschaft hier nicht nur betreffend ist für die letzten zwei Wochen im Oktober, sondern dass es etwas weitreichender ist, zukunftsweisender, weichenstellender. An der Unterseite haben wir noch deinen Wolf. Das ist dein indianisches Sternzeichen, der Wolf, lieber Fisch. Die Frage ist, wo siehst du dich in der Zukunft? Ja, die spirituellen Konzepte besagen immer, lebe im Hier und Jetzt. Bla bla bla. aber sind wir mal ehrlich, manchmal muss man sich auch Gedanken machen um seine Zukunft. Oder nicht? Wo siehst du dich in der Zukunft? So kannst du jetzt die Weichen stellen. So kannst du jetzt Vorbereitungen treffen. So kannst du dich auch jetzt darauf einstellen. Forme dein Leben jetzt so, damit du da ankommst, wo du hin willst in der Zukunft. Ich warte, bis sich mindestens eine Tarotkarte zeigt. Danke. Ja, den habe ich gerade schon mal gesehen. Der Ritter der Stäbe, das bist du. Stark, starke Energie. Du bist bereit, alles dafür zu tun, dass du da ankommst, wo du hin möchtest in der Zukunft. Ja. Die Karten wollen genommen werden. Dann nehmen wir sie. Königin der Kelche, das bist du selber, lieber Fisch. Egal, ob du Mann bist oder Frau. Ja, Page der Münzen. Acht Schwerter. Neun Kelche. Die Sonne. Königin der Stäbe, das ist deine Energie, egal ob männlich oder weiblich. Ja, absolut. Die Karten bestätigen das, was ich vorhin erzählt habe. Zwei Stäbe. Fünf Kelche. Und der Gehängte.
Und was ich hier so bezeichnend finde an den vier Kelchen, ist, dass er auch hier einen Blutvorrat hat. Ja, also wenn du das Wort nicht hören kannst, tut mir es leid, aber das ist ein Vampir-Tarot, passend zur aktuellen Jahreszeit und dass bald Halloween ist und so. Er hat hier einen Vorrat im Kühlschrank. Hier ist ganz viel Energie drin von bereite dich jetzt vor. Stell die Weichen jetzt. Du stehst vor einer Entscheidung, du stehst vor einer Weggabelung. Du kannst dich entscheiden, wie du möchtest. Aber wichtig ist, dass du eine Entscheidung triffst. Wichtig ist, dass du hinguckst und deine Möglichkeiten siehst. Das wichtig ist, dass du aktiv wirst, ja, dass du dein inneres Feuer lodern lässt quasi, dass du in Bewegung kommst. Ja, der Ritter der Stäbe steht auch für Unternehmungslust. Wo sind deine Visionen? Was willst du erreichen? Was ist dir ganz arg wichtig? Wofür brennst du? Und es ist wichtig, nach vorne zu gehen. Es ist wichtig, den Fokus auf die Zukunft zu richten. Mehr als, also weg von der Vergangenheit. Fünf Kelche, weg von der Vergangenheit. Punkt. Ja, da gibt es gar nicht viel drüber zu reden. Ich soll überhaupt wirklich nicht viel sagen über die Vergangenheit, weil das ist etwas, was ein für alle Mal zurückgelassen werden darf. Der Fokus auf die Vergangenheit, alten Kummer, Situationen, die dich vielleicht geärgert haben, die dich enttäuscht haben, Menschen, mit denen es schwierig war, oder Projekte, die schon mal nicht geklappt haben und so weiter und so fort. Hier geht es darum, die Perspektive zu wechseln, und zwar weg von der Vergangenheit, weg vom Negativen, hin in die Zukunft und das optimistisch und positiv. Die zwei Stäbe stehen für Vorbereitungen. Für eine Planungsphase. Hab eine Vision und setz dein Ziel hoch. Glaube an dich. Erlaube dir, wie man immer so schön sagt, groß zu träumen. Glaub an dich. Hier geht es um definitiv neue Pläne. Das ist der Anstoß für etwas Neues. Und wir haben hier auch, was ist denn das? Er hat einen Pass drin. Er ist ein Pass im Koffer. Also das sieht so aus, als hätte er hier neue Pläne auf dem Schreibtisch, neue Verträge, die geschlossen werden wollen. Da ist eben so diese Energie. In welche Richtung möchtest du einen Vertrag schließen? In welche Richtung, also welcher Richtung möchtest du dich hingeben? Sei verbindlich. Setze die Vision in der Zukunft, hab dein Ziel und sei verbindlich, was dieses Ziel anbelangt. Sei eisern, sei verbindlich, sei durchsetzungsstark, sei willensstark, sei leidenschaftlich, glaub an dich. Geh auch mal das ein oder andere Risiko ein für dein Ziel. Ja? Ich nehme das so wahr, dass du etwas für dich gefunden hast, wo du sagst, das ist genau das, das möchte ich haben, da möchte ich hin. Diesen Entschluss sehe ich hier, den hast du schon in der Vergangenheit gefasst. Die Sache ist nur, du kannst dein Ziel erreichen, wenn das der einzigste Punkt, der dem entgegensteht, sind deine eigenen Zweifel, ist dein Mindset. Also wenn du ein negatives Mindset hast oder wie gesagt auch in die Vergangenheit ständig orientiert bist, dann verlierst du die Zukunft aus den Augen und das, was kommen möchte, das, was du definitiv erreichen kannst, das verlierst du aus den Augen. Du brauchst die ganze Kapazität für die Zukunft. Die Vergangenheit hat da keinen Platz drin. Und ja, es geht definitiv um jetzt dein Ziel setzen, jetzt die Weichen stellen, jetzt die Vorbereitungen treffen, jetzt alles dafür tun, dich ausrichten für die Zukunft. Und sei siegessicher, sei stolz, glaub an dich, kenne deinen Wert. Geh mit erhobenen Hauptes deinem Ziel entgegen und geh auch erhobenen Hauptes aus der Vergangenheit raus. Glaube unbedingt an dich selber, lieber Fisch. Ich nehme hier ganz viele Selbstzweifel wahr. Trau dich etwas, wage etwas. Das, was du möchtest, trau es dich. Oder trau dich das. Ja.
Was ist der Page der Münzen? Gut, das Ziel wird bei jedem Fisch ein anderes sein. Es ist schon etwas, ich habe gerade gehört, Wurzelchakra. Auch die zwei roten Lichtstrahlen oder Stäbe, das sind eher Lichtstrahlen, imaginäre Lichtstrahlen. Das steht für mich für die Gedankenwelt, ja, eine Vision, die gefasst werden soll. Wurzelchakra-Energie kommt mir hier durch. Etwas Greifbares auf der Welt, dir eine Grundlage schaffen, dir mehr Sicherheit erschaffen, dir etwas aufbauen. Ist es egal, ob es privat oder beruflich ist oder schulisch vielleicht auch. Es dient deinem Wohlstand und es dient deiner Sicherheit. Das, was hier auf das Ziel hat, damit zu tun. Sicherheit, Wohlstand, berufliche Ziele, neue Projekte. Verträge, verbindlich sein. Der Page der Münzen, darf ich dazu noch etwas weitergeben. Das ist die weibliche Energie. Ja, die weibliche Energie steht für Passivität und Empfangen. Was ich aber hier wahrnehme, ist, dich innerlich darauf einstellen, die innerlich, aber auch äußerlich die Weichen stellen, alles dafür tun, dass du, dass sich für dich eine Tür öffnet, dass du empfangen kannst, dass das Ziel erreichbar ist. Planungsstadium. Ich habe es jetzt mehrfach beschrieben. Weichen stellen. Sich ausrichten. Ja, was ich hier wahrnehme ist mit den Storchen, da ist etwas noch in der Ferne. Ich nehme immer einen weiteren Weg wahr Richtung dein Ziel. Und die Storche stehen für mich für unter anderem, so wie ich sie gezeichnet habe, auch für die lange Strecken, für die weite Ferne. Und das, was noch in weiter Ferne ist, darf zu dir kommen. Dazu musst du aber jetzt verbindlich sein. Dazu musst du jetzt die Weichen stellen. Dazu musst du dich jetzt ausrichten. Und vor allen Dingen an dich glauben. Und der Wohlstand wird kommen. Ja, also der Fisch, das ist kein Sand. Ich habe hier Goldmünzen drunter gemalt. Diese Goldmünzen können dein sein. Ja, das ist materieller und finanzieller Wohlstand und Reichtum. Auch emotionaler Reichtum mit der weiblichen Energie ist es etwas, was dir wirklich am Herzen liegt, gleichzeitig. Und ansonsten zeigen eben die Störche einmal eine Aufbruchsstimmung war. An dieser Position bist du jetzt. Und eine Veränderung, ein Wandel zum Positiven. Also das Ziel, das du ansteuern möchtest, nehme ich als ein gutes Ziel wahr für dich. Und jetzt hätte ich gern noch die zwei Stäbe. Was darf ich da noch weitergeben? Die Schlange. Und nein, die Schlange steht in meinem Kartendeck nicht für Falschheit. Dafür habe ich einen Teufel gemalt. Weil ich finde, ja, hier. Weil ich finde, dass man dem armen Tier Unrecht tut, wenn man es immer in diese Ecke schiebt. Das ist gar nichts dafür. Ja. In meinem Deck steht die Schlange für Magie, für Spiritualität, für Heilung. Ein Weg, der dir auch Heilung bietet, wenn du dich für ihn entscheidest. Was die Schlange aber auch anzeigt, ist Verwicklungen, Verstrickungen, Umwege. Deswegen sollst du dich also klar ausrichten, damit du den ein oder anderen Umweg,
vermeiden kannst. Damit du die ein oder andere Verstrickung vermeiden kannst. Klare Ausrichtung. Du kannst etwas auf direktem Wege erreichen, wenn du diese klare Vision hast. Der Gehängte steht auch für Blockaden und für Stagnation. Das hängt aber mit deinen Gedanken zusammen. Setz dein Ziel und geh schnurstracks diesem Ziel entgegen. Das ist so der Rat, der hier durchkommt aus den Karten. Weil dann kannst du Umwege vermeiden. Dann kannst du Zeitverzögerungen vermeiden. Ja, so denkst du hinterher, Mensch, hätte ich das doch gleich getan. Ja. Ich hätte gerne noch eine Karte für die Zukunft. Die hat sich einmal komplett rumgedreht. Darf ich was für die Zukunft noch anmerken? Wenn keine Karte kommt, dann beende ich das Orakel. Nein, sieht nicht so aus. Okay, dann lassen wir es so, nehmen wir es so an. Liebe Fische, es ist alles gesagt. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne beim nächsten Orakel wieder. Mach's gut. Bye, bye.